Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of. Ja, herzlich willkommen hier wieder im Betriebstagebuch. Mein heutiger Gast ist laut Spiegel der Oberbademeister Deutschlands. Er feiert 2025 sein 50-jähriges Berufsdasein als Schwimmmeister. Er ist nicht nur leidenschaftlicher Camper, sondern auch Präsident des Fachverbandes Bund Deutscher Schwimmmeister, Leitung der Bundesfachschule des BDS und Hauptschriftleiter der Fachzeitschrift Das Schwimmbad und sein Personal. Er ist in einigen Gremien und Arbeitskreisen der Bäderbranche vertreten, als, sagen wir, Verfechter unseres Berufsstandes. Und heute für euch da draußen als Gast im Betriebstagebuch herzlich willkommen, lieber Peter Hartzheim. Grüß dich. Ja, einen schönen guten Morgen da draußen, ihr alle. Und auch dir, lieber David, einen schönen guten Morgen. Jo, danke dir. Guten Morgen, trifft sich ganz gut. Ich habe so viele Fragen an dich, Peter. Aber eine Frage, die brennt wahrscheinlich den meisten da draußen unterm Fingernagel. Warum Bademeister? Die Frage muss ich jetzt mal zurückgeben, habe ich nicht ganz verstanden. Wie, warum Bademeister? Warum der Beruf Bademeister? Ja, Bademeister, denke ich mal, ist ein schöner Beruf. Der Titel Bademeister ist natürlich bei vielen unserer Kollegen ein kleines bisschen verpönt. Warum? Die möchten gerne mit ihrer Fachbezeichnung angesprochen werden. Und die offizielle Fachbezeichnung heißt natürlich Fachangestellter für Bäderbetriebe oder geprüfte Meister oder Meisterin für Bäderbetriebe. Dieses Wort Bademeister resultiert aus dem bürgerlichen Sprachgebrauch. Früher oder auch heute ist es so in der Bevölkerung, dass wenn du ins Bad gehst und eine Person in weiß oder anderes auffälliger Kleidung rumlaufen siehst, das ist dann der Bademeister. Aber Bademeister muss man nicht so unbedingt negativ sehen. Ich würde sogar sagen, wenn der Bürger auf mich zukommt und sagt, Herr Bademeister, dann fühle ich mich irgendwo ein bisschen geschmeichelt oder respektiert. Denn früher war es so gewesen, dass neben dem Bürgermeister, dem Pastor, dem Dorfscheriff, der Bademeister in der Gemeinde die Respektsperson schlechthin war. Und wenn der was sagte, dann hatte das Hand und Fuß und wurde auch befolgt. Also so quasi neben der Schule die soziale, wie soll man sagen, Erziehung im Freizeitbereich Schwimmbad. Richtig, der Bademeister hatte früher diese soziale Komponente wahrzunehmen. Die Kinder oder Jugendlichen, Heranwachsenden wurden im Bad parallel zur Erziehung der Eltern auch ein bisschen erzogen. In Ja, Bezug durchaus. auf die soziale Kompetenz oder Teamarbeit oder auch negativen Verhalten, positiven Verhalten, wie auch immer das bewertet werden konnte. Ja, du merkst, das war eine gemeine Frage. Ja, das war eine gemeine Frage, aber man kann sie ja beantworten. Ja, hast du gut gemacht. Ich hoffe, ich habe sie gut beantwortet. Ja, durchaus. Aber ich wollte noch mal auf was anderes raus, denn ja? Ich bin ja auch Meister für Bäderbetriebe und ich bin stolz drauf, ein Bademeister zu sein. Und im Vorgespräch hast du mir gesagt, dir geht's genauso. Mir geht es absolut genauso. Ich bin stolz, Bademeister gewesen zu sein. Ich bin zwar jetzt kurzzeitig im Ruhestand, habe aber diesen Beruf mit Begeisterung ausgeübt. Ich habe damals etwas anderes erst gelernt. Ich hatte Fernmeldehandwerker, Elektroberuf erlernt und habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ich muss sagen, dass ich das bis heute absolut nicht bereue. Bademeister oder auch Schwimmmeisterberuf genannt, ist ein schöner Beruf, ist vielseitig. Du hast mit Menschen zu tun. Du kannst angefangen vom kleinen Säugling bis zu den ältesten Teilnehmern eines Badeurlaubs am Tag im Hallenbad jedem ein Zaubern auf die Augen bringen, ein Lächeln, wenn die Kinder was Neues gemacht haben, wenn der Opa zufrieden ist, was das Enkelchen gemacht hat, wenn sie die ersten Schwimmzüge gemacht haben. Es ist einfach eine schöne Sache, als Schwimmmeister mit dem Medium Mensch zu arbeiten. Unabhängig davon ist aber neben dem Kontakt mit dem Menschen, mit dem Badegast, auch noch eine andere Sache relevant dabei.
Denn unser Beruf ist mittlerweile so vielfältig geworden. In den letzten 40 Jahren hat sich so viel getan, von der Statur, die am Beckenrand steht und nur die Aufsicht macht, bis hin zur Betreuung einer Immobilie in Millionenwerten. Kommt also einiges auf unsere Leute hinzu, an Arbeiten, an Verantwortungen, die man auch entsprechend ausleben kann. Das heißt im Klartext, es ist nicht nur der Schwimmmeister, der am Beckenrand steht, sondern das ist der Animateur, das ist der Seelsorger, das ist der Ersthelfer. Dann kommt dabei, so ein Hallenbad besteht aus Technik, Wasseraufbereitung, Pumpen, Motoren, raumlufttechnische Anlagen. Das muss alles gepflegt und gehegt werden. Die Anlagen müssen stimmen. Die einzelnen Parameter müssen morgens kontrolliert werden. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass den Badegästen kein Schaden widerfährt, sowohl im Wasser als auch durch irgendwelche Chemikalien, die eingegeben werden. Also man kann so viele Facetten des Berufes nennen und jeder kann seine Affinitäten ausleben bis zum geht nicht mehr. Ja, sprichst du mir aus der Seele? Ich bin Verfechter dieses Berufsbildes und richtig, flexibel. Du kannst so viele Dinge machen Ja. und dich in so vielen Dingen wiederfinden und dich ausleben anhand deiner Stärken, dass es eigentlich schade ist, dass wir heutzutage dieses sogenannte Fachkräftemangelproblem haben. Ja, dieses Damoklesschwert neben der Energiekrise. Wenn man sich aber die Evolution des Bademeisters anguckt, dann finde ich das unheimlich spannend, wie er sich entwickelt hat. Kennst du schon die Geschichte des Bademeisters? Ich denke, du hast wahrscheinlich von Anfang an alles mitbekommen. Alles weiß ich nicht, aber ich habe sehr viel mitbekommen. Aber wenn du jetzt die Geschichte meinst, du wirst mir jetzt bestimmt erzählen. Ja, mit Sicherheit. Mit Ja. Sicherheit. Du weißt, ich werbe oft mit Bademeister 3.0, Richtig. aber davor gab es ja auch noch was, ne? Ja. Der klassische Bademeister war ja früher derjenige, Richtig. der Handwerker oder der Bauhofmitarbeiter, der dann im Richtig. Sommer in der Sule, im Schwimmbad oder im Freibad dann den Dienst gemacht hat, ne? Richtig, genau so ist es. Und so war es früher gewesen. Da gab es das Berufsbild überhaupt noch gar nicht. Nein. Interessant dabei, und du weißt, ich mache ein bisschen Witze, irgendwann hat man festgestellt, und da gab es einen Zeitungsbericht, am letzten Tag dieses klassischen Bademeisters gab es einen Unfall. Und dann hat man festgestellt, Moment mal, da ist jetzt bei dem 40 Jahre alles gut gegangen. Und an seinem letzten Tag hat man festgestellt, er kann gar nicht schwimmen. Das war natürlich ein Ding, ne? Er hat sich geschickt durchgemogelt. Ja, Ja. dann ist man drauf gekommen, Mensch, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn dieser Mensch, der am Beckenrand steht, auch schwimmen kann. Und Richtig. dreimal darfst du raten, was jetzt kommt. Bademeister 1.0. Ja. Das war damals der staatlich geprüfte Schwimmmeister oder auch Nennmeister. Die Leute gingen dann auf die Hochschule, machten 14 Tage einen Vorbereitungslehrgang, machten eine Prüfung und waren dann staatlich geprüfter Schwimmmeister. Das waren auch so die Anfänger da mit dabei. Aha. Und nach diesem staatlich geprüften Schwimmmeister gab es so eine Gruppierung von Schwimmmeistern im Münsterland, im Lemgoer Land da oben. Dazu zählte auch unser erster Präsident, der Rudi Ross, der sich mit vielen Kollegen Gedanken gemacht hat, wie du schon gerade sagst, da muss doch was geschehen, wir müssen da was machen für unsere Kollegen. Und der hat dann in langwierigen Verhandlungen auch mit der Politik es geschafft, dass am 5. Dezember 1971 unser damaliger Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher diesen Ausbildungsrahmenvertrag unterschrieben hat. Und damit war dann die offizielle Ausbildung, der offizielle Ausbildungsberuf Schwimmmeistergehilfe geboren. Da fing unsere Geschichte dann auch an. Danach gründete sich dann auch im Jahre 1973 dann unser Berufsverband, der sich dann auch für die Belange unserer Kollegen halt versucht hat einzusetzen bei den zuständigen Behörden. Aber da kommen wir gleich noch zu, denke ich mal. Ja, da haben wir noch einige Fragen, Ja. die ganz wichtig sind. Aber da kamen zwei Begriffe raus, die mir heute überhaupt nicht gefallen. Das Ja, eine glaube ich ist dir. der Schwimmmeister Gehilfe. Ja, richtig.
Wer kommt denn auf die Idee, einen so respektierlichen Beruf mit einem Gehilfen zu betiteln? Das hört sich ja wie eine Strafe an. Also ich würde jetzt mal, wenn ich jetzt ein bisschen frech bin, sagen, das kommt wahrscheinlich aus der Politik heraus. Sie haben sich da nicht viele Gedanken drum gemacht, haben den Gehilfen nicht böswillig als Gehilfen gesehen, sondern abgeleitet von dem Gesellen, von dem Facharbeiter und hat dann die Bezeichnung Schwimmmeistergehilfe rausgebracht. Aber gut, 2,5 Jahrzehnte später hat man sich ja auch diesbezüglich Gedanken gemacht und hat dann dieses Berufsbild, was damals noch nach 2,5 Jahre mit abschließender Prüfung bestehen werden konnte, halt eben reformiert. Aber vorher war es halt eben so, in diesen 2,5 Jahren musste man viele, viele Facetten der handwerklichen Tätigkeiten, der beruflichen Tätigkeiten, der Tätigkeiten des Schwimmmeisters erlernen und das wurde dann umfassend durch die duale Ausbildung gemacht. Das heißt, duale Ausbildung im Betrieb die Praxis und in der Schule die Theorie. Wie gesagt, es gab dann den Schwimmmeistergehilfen und den geprüften Schwimmmeister, der also bis 1997 seinen Bestand hatte. Und dann wurde das Berufsbild nach fast 3 Jahrzehnten, kann man sagen, dann nochmal wieder reformiert. Und man hatte dann natürlich erkannt, dass einige Sachen halt eben, die damals nicht drin waren, jetzt mit aufgenommen werden mussten. Das war unter anderem auch der animative Bereich, der Marketingbereich und hat die Ausbildung dann um ein halbes Jahr verlängert, genau wie andere Berufe auf 3 Jahre dann. Und ab dem Zeitpunkt hieß es dann nicht mehr Schwimmmeistergehilfe, sondern dann kam die erste offizielle, ja, wie manche sagen, ordentliche Berufszeichnung, Fachangestellter oder Fachangestellte für Bäderbetriebe. Richtig. Passend dazu wurde dann auch der geprüfte Schwimmmeisterin reformiert und es gab dann den geprüften Meister für Bäderbetriebe. Wobei man sagen muss, dass das, was der geprüfte Meister vor 40 Jahren gelernt hat, mit dem, was heute der Meister für Bäderbetriebe am Schluppen haben muss, schon ein ganz gewaltiger Unterschied ist. In den letzten 40 Jahren ist also ein enormes Fachwissen, was der Schwimmmeister aufnehmen muss, da hinzugekommen. Und da muss ich sagen, Chapeau den Leuten, die heute die Meisterprüfung machen, da steckt schon einiges hinter. Ja, vielen Dank dafür. Du weißt, ich nenne es Bademeister 2.0. Ja, du hast Richtig. schon angesprochen, Animation und so weiter. Man hat quasi festgestellt, das Medium, in dem dann der Bademeister 1.0 schwimmen muss, das sollte auch eine gewisse Qualität haben, einen gewissen Ja, Standard. richtig. Es kommt eine Lüftungsanlage mit bei. Ja, es kommt ein Chlorgasraum dazu und da sollte man die Leute auch schulen. Und du hast es schon richtig gesagt. Fachangestellter für Bäderbetriebe und Meister für Bäderbetriebe, wobei der Meister nach heutigem Stand ja nur eine Fortbildung ist, ne? Das ist eine Fortbildung, richtig, die man Richtig. aber auch, denke ich, machen sollte. Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Es Empfehlen. ist natürlich ein Pappenstiel. Ja, man braucht einiges und es ist sehr unscheinbar für alle, die zuschauen und vielleicht sich für das Berufsbild interessieren. Man glaubt gar nicht, wie viel da drin steckt und welche Vielfalt es in sich trägt, ein Meister für Bäderbetriebe zu sein mit der Verantwortung und natürlich auch mit dieser Möglichkeiten aus diesem Millionenobjekt ein Ort der Freude zu machen, Eine ja, Freude, das sozusagen. Glücklichsein zu machen. Ja, richtig. Richtig. Andererseits sollte man natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht unsere Leute da draußen verschrecken und sagen, Mensch, was muss ich da alles lernen? Da kriegt man ja richtig Angst vor. Nein, da braucht man keine Angst vor zu haben. Wenn man mit Begeisterung an der Sache dran ist, dann ist das alles, wie du schon sagst, nicht unbedingt leicht zu haben, aber auch kein Pappenstiel. Man kann es erreichen. Und mit Begeisterung, mit Identifikation mit dem Medium Mensch, was man natürlich haben sollte, kann man da, wie du schon sagst, aus diesem Tempel eine Oase des Glücks und der Zufriedenheit machen. Ja. Ja, und man darf nicht vergessen, die persönliche Entwicklung eines Menschen, ja, Richtig. in diesem Prozess, ist natürlich ganz groß. Jetzt stehen wir kurz vor dem Bademeister 3.0. Den Bademeister 3.0 habe ich 2018 schon ausgerufen, weil die Praxis ja immer weiter ist wie die Ausbildung. Kann man das so sagen? Ja, die Praxis ist ein bisschen im Vorlauf gegangen oder sagen wir ein bisschen mehr im Vorlauf gegangen. Mittlerweile sind jetzt schon fast wieder 30 Jahre vergangen und gerade in den letzten 2, 3 Jahrzehnten
ist der digitale Einfluss in unserem Berufsbild also sehr stark zutage getreten. Und er lässt sich auch im Grunde genommen nicht mehr vermeiden. Wir müssen uns dieser Zukunft, der digitalen Zukunft stellen, sollten uns auch entsprechend weiterbilden. Und da ist es also auch im Moment so, dass die Verantwortlichen in der Bundespolitik, und zwar im Berufsbildungsinstitut in Berlin, durch den DGB aufgerufen wurden, dieses Berufsbild halt eben wieder der normalen Entwicklung anzupassen dabei. Und da ist es also jetzt so, und da sind wir zum Beispiel auch in diesem Gremium vertreten, zwar ist das ein Berufsbildungsausschuss-Team, das diese Voruntersuchungen macht, die haben Interviews gemacht, die sind im Moment am Laufen. Wir haben uns da vom BDS auch daran beteiligt. Wir haben einen QR-Code reingegeben, wo unsere Kollegen halt eben auch ihre Vorstellungen einbringen konnten, was für den Berufsbild vielleicht noch fehlen sollte. Denn die wollen das Berufsbild jetzt über eine breite Masse halt eben neu reformieren. Und da sind sie im Moment dran. Und zwar ist im November ein Berufsbildungsausschuss, der da zusammenkommt und die Voruntersuchungen veröffentlichen wir. Da können wir zwar jetzt im Moment noch nichts zu sagen. Die momentane Situation sieht so aus, dass uns der Herr Borowitsch, so heißt der Mann vom Berufsbildungsinstitut, uns gesagt hat, dass Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, die Beratungen in die oberen Gremien gehen und dort halt eben noch weiter ausgearbeitet werden. Da kommen es in die Referentenausschüsse wohl rein, wie es so schön heißt. Und dann könnte es sein, dass wir im Jahre 25, Ende 25, Anfang 26 dieses Berufsbild vielleicht auf den neuesten Stand, oder nicht vielleicht, sondern haben wir es auf den neuesten Stand gebracht. Und dann müssen wir uns sehen, dass wir uns halt eben für die Zukunft ein bisschen wappnen. Wie gesagt, wir sind in diesen Gremien auch vertreten. Wir bringen auch unsere Informationen, die wir von der Basis bekommen, auch regelmäßig dort ein und versuchen also durch unseren Verband halt eben darauf einzuwirken, dass es für die Kollegen positiv ausfällt und dass dann nicht der ein oder andere Haken dabei auftritt, wo sie auf der Nase fallen können, sondern wir wollen dieses Berufsbild zukunftsorientiert mitgestalten. Das finde ich ganz toll. Meine Meinung ist erstens, es ist langsam an der Zeit, also es Entschuldigung. ist wirklich an der Zeit, hier was zu erneuern. Und zweitens, ich hoffe doch, dass diese Neuerungen auch diese Innovationsvielfalt der heutigen Zeit so aufgreifen kann, dass unser Berufsbild auch wieder so attraktiv wird, dass wir mehr Menschen finden, die verstehen oder die sich in diesem Beruf wiederfinden. Vor allen Dingen junge Menschen, ne? Richtig. Bleibt Das ist, abzuwarten. Ich freue mich drauf. also junge Menschen brauchen wir und wie gesagt, wir brauchen auch jungen Nachwuchs. Wir merken das ja, du hast es vorhin schon angesprochen, der Fachkräftemangel oder Personalmangel, wie man das auch bezeichnet, der ist im Moment gang und gäbe, aber nicht nur bei uns im Beruf, in vielen anderen Berufen auch. Und das geht also aber auch einher mit einem Generationenwechsel. Im Moment ist es so, dass viele Babyboomer, dazu zähle ich mich ja jetzt auch schon, die in Rente gehen, ausfallen. Und das waren geburtenstarke Jahrgänge, die da jetzt halt eben unseren Beruf verlassen. Und die müssen natürlich aufgefangen werden. Das heißt, wir brauchen junge Leute, wir brauchen Auszubildende, wir brauchen Leute, die sich für den Beruf interessieren. Aber dann stellt sich mir die Frage wieder, wie können wir das für unsere Leute, für unsere Jungs da draußen schmackhaft machen? Auf der einen Seite brauchen wir die Fachkräfte, die Badbetreiber versuchen auch Auszubildende einzustellen, sagen dann aber im Umkehrschluss, wenn sie die Ausschreibung gemacht haben, es meldet sich keiner. Dann fragen wir uns natürlich, woran liegt das? Warum meldet sich keiner für diesen Beruf? Und da kommen wir dann zu diesem Punkt, wo also mehrere Faktoren eine Rolle mitspielen. Wir haben heute das Sprichwort Work-Life-Balance. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Jugend mehr Life als wie Work im Kopf hat. Die Balance dazwischen fehlt so ein bisschen. Aber dem können wir ja abhelfen. Und zwar in der Form, dass unser Berufsbild etwas positiver nach draußen getragen wird. Die Schönheiten unseres Berufes haben wir ja vorhin schon mal erklärt, die Vielseitigkeit, aber diese Schönheit und die Vielseitigkeit und diese Innovationen, die man reinbringt, die muss ja auch irgendwo belohnt werden. Und da kommen wir wieder immer zu so einem strittigen Punkt. Wie kann man
diesem Beruf entsprechend respektieren, respektvoll begegnen oder wertschätzen. Das fängt natürlich beim allerersten an mit der Bezahlung. Ja? Die ist, was? Auch, also ich denke, Ja, auch. Ja, ich wollte darüber gerade steht noch sagen, ein größeres Wort. da steht, ja gut, vielleicht kommen wir ja darauf. Einmal die Wertschätzung in der Form der Bezahlung. Ja? Dann kommt es darauf an, dass wir in der heutigen Zeit, weil wir ja zu Zeiten arbeiten, wo andere Urlaub machen, ja, wir arbeiten samstags, sonntags, wir arbeiten am Wochenende, wir arbeiten in Ferien, dass wir da also unsere Zeit verbringen. Dann käme es darauf an, dass wir familienfreundliche Dienstpläne bekommen und dass die Bevölkerung draußen an der Front auch weiß, was macht der Schwimmmeister da? Steht der nur am Beckenrand und schaut den netten Mädchen hinterher? Ein Bikini oder sonst irgendwas? Nein, der schaut zwar hinterher, aber aus einem anderen Grund. Er will, wie sagt man so schön, antizipieren, über den Tellerrand hinausschauen und möchte dann sehen, was kann passieren, wenn der oder das jetzt das macht. Das kriegen die Leute zwar nicht mit, aber die Fachkraft denkt über sowas nach. Das sind jetzt einfach mal so Sachen rausgezogen, die sind vielleicht ein bisschen zu sehr herausgestochen, aber wie gesagt, die familienfreundliche Dienstplangestaltung, ja, und die Bezahlung sind wichtig. Das ist also der Hauptgrund mit dabei. Und halt eben, ja, was soll ich sagen, die Wertschätzung nicht nur durch die Badegäste, sondern auch durch die Oberen, sage ich mal, durch die Vorgesetzten, durch die Politik. Wir brauchen mehr Rückhalt, genau wie alle anderen öffentlichen Einrichtungen, die mit Menschen arbeiten, mehr Rückhalt brauchen, um in tragischen Fällen halt eben eine Sicherheit zu haben. Ja, ich möchte da vielleicht auch noch ein Thema erwähnen, Ja. das auch ganz wichtig ist, denn nicht nur das Berufsbild, sondern auch die Badbetreiber beziehungsweise Kommunen und so weiter stehen ja vor derselben Thematik, ja, Ja. dass sie die Digitalisierung nicht neu Ja, erfinden müssen, sondern einfach mal angehen müssen. Ja, richtig. modern denken. Du weißt, wir von der Du weißt, wir von der Schwimmbadplattform arbeiten hier an ganz tollen Konzepten und Leitfäden eben für Betreiber und Kommunen, damit auch das Schwimmbad für die Zukunft modern und attraktiv ist. Richtig. Finde ich einen ganz wichtigen und entscheidenden Punkt. Peter, man sieht es bei dir im Hintergrund, dieses schöne blaue runde Wappen. Ja. Lass uns doch da nochmal dazu kommen, denn Ja. ich habe festgestellt, viele wissen gar nicht, was überhaupt ein Fachverband ist, warum es ein Fachverband gibt, beziehungsweise warum es wichtig ist, in einem Berufsbild einen starken Fachverband zu haben. Und dabei vielleicht noch eine Sache, bei euch ist es ja nicht nur, also ist es ein bisschen schwierig von der Struktur her. Klär uns doch da mal bitte auf. Ja gut, der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister setzt sich zusammen aus 12 Landesverbänden. In den Landesverbänden gibt es Bezirke. Also der Bundesverband steht da drüber, der ist die obere Behörde, das kann man so sagen. Und darunter haben wir 12 Landesverbände, die aufgegliedert sind in die einzelnen Bereiche. In diesen Landesverbänden gibt es dann wieder teilweise Bezirke oder auch nicht, je nachdem, wie groß er ist. Und in diesen Bereichen, in den untersten Bezirken, da fangen wir an mit unserer Arbeit. Dort stellen wir unsere Kraft, unser Wissen, unser Fachwissen, was wir haben, zur Verfügung und unseren Idealismus, sage ich mal. Denn so ein Verband, der arbeitet nicht auf Honorarbasis, sondern ehrenamtlich. Wir, die wir im Bundesverband Deutscher Schwimmmeister quasi Funktionsträger sind, kriegen kein Geld dafür, kriegen keine Entlohnung. Wir machen das ehrenamtlich, weil wir das gerne machen. Und ich bin damals auch zu diesem Amt ja, sie kommen wie die Jungfrau zu ihrem Kind. Ich war also früher auch ein streitbarer Zeitgenosse. Ich habe mich also in Versammlungen und wo man sich getroffen hat, wo man sich mit dem Beruf identifiziert hat, auch immer ziemlich viel auseinandergesetzt, habe auch Kritik geübt, wobei Kritik für mich nicht negativ ist. Kritik sollte man immer positiv bewerten. Habe dann aber auch versucht, gleichzeitig Lösungen dann dafür beizubringen, wenn ich Kritik geübt habe. Und dann ist es mir dann passiert, wenn ich von meinem Werdegang ausgehe, dass ich im Jahre 1991 auf einer Mitgliederversammlung des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen war und mein damaliger Vorgänger ein bisschen aus Frust wohl zurückgetreten ist. Und als er zurückgetreten ist, da hat es bei mir Knack gemacht. Da ging es auf einmal wie so ein
kleinen Genickschlag. Oh, Harzheim, jetzt musst du aufpassen. Und prompt war es so, da ich immer meinen Mund aufgemacht habe, wurde ich dann erstmal kommissarisch zum Landesvorsitzenden gewählt und dann nachher nochmal bestätigt. Was ich damit sagen will, ist, wir brauchen heute junge Leute, viele junge Leute, die ihr Wissen, ihre Kritik, ihre Manövrierfähigkeit bei uns einbringen und auch den Mund aufmachen und nicht alles immer über sich ergehen lassen, sondern diskutieren, kritisieren, Lösungen vorschlagen. Und dann, wenn man das zusammenführt alles, da kommt man nachher irgendwann zum Punkt, wo man eine Lösung finden. Und das ist das, was wir dann für unsere Kollegen in den zuständigen Stellen, in den Einrichtungen, in den Verbänden, ob es bei der DLRG, ob es bei der Bezirksregierung ist, ob es im Berufsbildungsausschuss ist, ob es im Verbandsrat oder Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung ist. In all diesen Gremien haben wir die Möglichkeit, das hatten wir früher, ganz früher nicht, das haben wir uns im Laufe der letzten Jahre erarbeitet, die Möglichkeit mit einzuwirken auf unser berufliches Geschehen. Aber dazu brauchen wir auch jüngere Leute. Wir brauchen Nachwuchs. Wie sagt man so schön, wir sind die Alten. Ja, also heißt es immer, was machen die Alten da oben? Da müssen mal jüngere Leute rein. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen Werbung für uns zu machen. Wir Alten, wir haben von Anfang an diese Geschichte begleitet. Es ist der normale Lauf der Zeit, dass man älter wird. Im Laufe der Zeit sammelt man Erfahrungen und kommt dann zu dem Punkt, wo wir vielleicht heute stehen. Das Gleiche erwarten wir von den jungen Leuten, die wir heute haben. Die sollen uns begleiten, die sollen zu uns kommen, sollen uns unterstützen. Ja, sollen uns helfen, den Weg für den Beruf des Schwimmmeisters ordentlich zu gestalten und zu begleiten. Deswegen ist es auch manchmal wichtig, dass man nicht immer auf die Alten schimpft, ja, und sagt, was wollen die da oben? Wir haben langsam Zeit, mal abzutreten. Wir treten gerne ab, aber dann müssen wir auch den Nachwuchs haben. Dann brauchen wir die jungen Leute. Und dann müsst ihr nicht immer nur sagen da draußen, was macht ihr denn? Kommt mit, kommt herbei. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns streitet und mit uns den Weg geht. Ja? Und das ist wichtig in diesen Verbänden. Wir können da so ein tolles Netzwerk aufbauen, wo man selber nicht reich bei den Penunsen wird, aber reich an Erfahrung, an Wissen. Wir können ein Netzwerk aufbauen, wo wir sagen, Mensch, da können wir doch einiges gestalten und machen. Und das ist für mich der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister mit seinen vielen Facetten. Es gibt unterschiedliche Regionen. Jede Region hat andere Vorschriften, hat andere Erlasse. Die müssen dann irgendwo zusammengeführt werden. Und dann sage ich immer, das sind Synergien, die gebündelt werden müssen und müssen dann zu einem Strahl zusammenkommen, wo man dann, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, mit einer Faust auf den Tisch hauen kann und kann sagen, wir haben so viele tausend Mitglieder hinter uns im Rücken, wenn ihr was wollt, dann versucht mal dagegen anzugehen. Und wir haben schon einiges erreicht in den letzten Jahren. Wenn ich daran denke, die Diskussion um die 9405, das Merkblatt über den Personaleinsatz in Bädern, angeblich ein Gebetbuch für jedermann. Nochmals, ihr Leute da draußen, das Merkblatt ist ein Merkblatt. Das soll Anregungen geben für den Betreiber, aber auch für die Arbeitnehmer, wie sie ihren Dienst sicher und ordentlich gestalten können. Ja, dazu zählt natürlich auch eine ordentliche Personalausstattung in den Bädern. Es ist ein Merkblatt, wie es der Name sagt. Wenn im Endeffekt mal irgendwann irgendwo was passiert, dann muss man natürlich auch dafür gerade stehen. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man so ein Merkblatt hat. Aber im Umkehrschluss heißt es aber so, dass wir uns grundsätzlich nur nach dem Schadensersatzparagrafen orientieren müssen. Dieser Schadensersatzparagraf ist der 823, der resultiert aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Und dort steht also quasi sinnbildlich geschrieben, dass der Betreiber, der ein Bad eröffnet, dafür Sorge tragen muss, dass dem Gast, dem Kunden kein Schaden widerfährt. Und danach urteilt dann auch der Richter, wenn es mal zu einem Schadensfall kommt. Das Merkblatt, was ich jetzt angesprochen habe, ist dann auch nur ein Begleiter dabei, der einem helfen soll, aber nicht das Gebetbuch schlechthin. Ja, richtig. Das ist sehr interessant, dass du hier auf diese Richtlinie 9405 kommst. Vorher hatte ich noch einen kleinen Appell an die Landesverbände rausgehört. Ist das Ja, korrekt? das ist korrekt. Also der Appell, der also auch sagt, Leute, versucht eure Bürger mitzunehmen, eure Kollegen mitzunehmen, versucht die Front ein bisschen aufzubauen, denn wir, ich sag mal so, wir Alten sind quasi die Häuptlinge da oben.
Aber so ein Verband besteht nicht nur aus Häuptlingen. Wenn wir nur Häuptlinge wären, dann könnten wir gar nichts erreichen. Wir brauchen auch die Indianer. Und die Indianer, bitte nehmt es mir nicht krumm, sind die wichtigsten Menschen in unserem Verband. Das ist das Mitglied A, das ist das Mitglied B bis Z, wie auch immer, die uns die Möglichkeit geben, dort zu wirken. Und denkt dran, ihr seid diejenigen, auf die wir uns verlassen müssen, auf der einen Seite. Und auf die ihr Verlass haben solltet von unserer Seite aus. Das heißt, eine Fürsorgepflicht gegeneinander. Und das ist wichtig dabei. Ja, ich sehe uns beide hier und denke mir gerade, das ist genau diese Konstellation, ja. Ja. Ein junger, innovativer aufstrebender Mensch, der will, der Bock hat, Ja. was zu machen. So wie Und du, du ja. mit der Erfahrung aus jetzt bald 50 Jahren in diesem Berufsgeschehen. Ja, Und ja. ich glaube, dieses Bild kann man auf jeden Betrieb überstülpen. Ja, Ne? Und also ich. ich bin stolz, dass ich in meinem Betrieb einen Nachfolger gefunden habe, der kein Ja-Sager ist. Jetzt kommen wir auf so einen Punkt. Unsere Kollegen haben es selber in der Hand, wie sie sich dort draußen verkaufen. Es ist manchmal schwierig, wenn man sich, sagen wir mal, gegen gewisse Sachen nicht auflehnt, aber sich bemüht, das zu verändern. Aber dann sage ich mal immer, jetzt spreche ich mal Deutsch, da braucht man auf Deutsch gesagt die Eier in der Hose oder den Arsch oder das Rückgrat, um da auch mal zu sagen, nein, so machen wir das nicht, so geht es nicht. Ist klar, wir müssen uns im Klaren sein darüber, dass so eine Aussage natürlich auch Probleme mit sich bringt. Aber nochmal, wir können nicht immer nur Ja sagen. Wir können nicht immer alles abnicken dabei. Wenn wir alles abnicken, dann machen wir Fehler und die Fehler werden dann weitergegeben. Entschuldigung, wir müssen wieder zu einer Demokratie, sage ich mal, der gesunden Streitkultur zurückkommen. Das heißt, wir müssen uns auseinandersetzen. Und das ist das, was wir auch von den Jungen erwarten. Wir Alten sind nicht so verbohrt und sagen, das ist alles Nonplusultra. Nein, die Jungen müssen nur kommen und uns dann auch mal auf die Füße treten. Dann sind wir auch bereit, andere Wege zu gehen. Und ich denke mal, wenn wir jung und alt, wie du es gerade schon gesagt hast, du auf der linken, ich auf der rechten Seite, das gepaart nach vorne treten, dann sind wir eine geballte Macht nach draußen, wo sich manch einer warm anziehen sollte. Und dann können wir für unser Berufsbild auch das ein oder andere mehr erreichen, als wie es bis jetzt der Fall ist. Sehr schön hast du das gesagt. Ich möchte nur eins aufgreifen. Du sagtest, die Jungen, die brauchen Eier. Ja, sag ich mal so. Ja, dann möchte ich damit gleich beginnen. Ich war quasi von meiner Ausbildung immer damit konfrontiert, dass man uns erzählt hat. Ich möchte es auch keine Namen oder Organisationen nennen, aber es hieß immer, der BDS ist ein Altherrenverein, der es nicht geschafft hat, die Jungen mit ins Boot zu holen und damit auch vom Kontext her immer die Stärke abgesprochen hat. Stopp. Ja. Ich habe das auch immer so für mich auch, ja, genau so erkannt, ja. Und vor 3 Jahren, bei den Innovation Days war es, Peter, da haben Ja, wir uns richtig. kennengelernt Kennengelernt. und haben viel miteinander gesprochen. Ja. Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass ihr als BDS, als Bund oder Landesverband, dass ihr dennoch überall dabei seid, nur nicht damit prahlt. Ich würde sogar sagen, weil ihr noch nicht die modernen Möglichkeiten so nutzt, wie man sie nutzen könnte. Ja, okay. Und es hat mir persönlich sehr imponiert, vor allen Dingen auch dieses Learning dabei, mach dir dein eigenes Bild. Hör auf das zu hören, was andere sagen, weil oftmals ist es einfach nur die eigene Angst. Ja, Ja, richtig. ich kann nur jedem empfehlen, macht euch euer eigenes Bild. Wie kann man denn euch erreichen? Wie läuft es dann, dieser sogenannte Onboarding-Prozess oder was gibt es für einen jungen Menschen, der sagt, hey geil, da kann ich mal hier auf die Pötte hauen, Ja. da kann ich mich einbringen, da kann ich über den Tellerrand hinausgucken. Was tue ich jetzt? Das ist ein ganz aktueller Fall. Ich habe letzte Woche von der Geschäftsstelle eine E-Mail reinbekommen von einer jungen Kollegin, die bei uns in der Bundesfachschule ihre Ausbildung, externe Ausbildung zur Pfarrangestellten gemacht hat
und jetzt auch die Meisterprüfung gemacht hat, der hat gesagt zu unserer Geschäftsführerin, Frau Pulver, ich habe den Beruf gelernt, mir macht das Spaß, ich möchte mich noch ein bisschen mehr einbringen. Ja, was hat sie gemacht, die Frau Pulver? Sie hat mir diese Mail weitergeleitet. Ich werde jetzt in unseren Gremien nachfragen, hört mal Leute, habt ihr irgendwo einen Platz für dieses junge Mädel? Die möchte sich einbringen, sie möchte sich in unser Berufsausbildungsrahmenplanformulierung mit einbringen. Da werde ich versuchen, dieses Mädel unterzubringen. Und sie kann dann ihre ersten Sporen sammeln. Sie hat sich erklärt, hat gesagt, sie möchte mithelfen. Nochmal, es steht dem nichts im Wege. Wir sehen zwar vielleicht manchmal ein bisschen grimmig aus, aber wir beißen nicht. Und die Leute müssen auf uns zukommen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wenn unsere jüngeren Kollegen in den Beruf einsteigen. In der Berufsschule werden sie teilweise informiert, was gibt es für Möglichkeiten, was könnt ihr machen. Dann kommen wir vom Berufsverband, was bieten wir unseren Jugendlichen? Oder die Frage ist, vielleicht könnt ihr uns ja auch mal sagen, was sie von uns wünschen, was wir bringen sollen. Wir haben schon so vieles mit auf den Weg gebracht. Wir machen Vorbereitungslehrgänge. Wir bieten unseren neuen Mitgliedern, die Mitglied bei uns werden, auszubilden an. Ihr könnt Mitglied werden auf Probe. Ihr seid ein Jahr lang beitragsfrei bei uns Mitglied, könnt die Qualitäten, die unsere Fachzeitschrift hat, nutzen. Ihr könnt unsere Seminare nutzen. Gut, in der Ausbildung ist meistens alles umsonst. Da haben sie nichts von dem Beitrag. Deswegen haben wir sie auch ins erste Jahr beitragsfrei gestaltet. Aber ihr könnt euer Netzwerk aufbauen dabei. Wir bieten dann Vorbereitungslehrgänge an. Das heißt, ungefähr 4 bis 8 Wochen vor der Prüfung machen wir Wochenendseminare und bieten dann zu leichtem Geld, sage ich mal, qualitativ gute Vorbereitung an, die also mittlerweile auch bei uns schon einen hohen Stellenwert hat. Unsere Seminare zur Vorbereitung sind meistens, wenn wir sie ausgeschrieben haben, nach kurzer Zeit auch voll belegt. Es ist ja nicht so, dass man da auch auf die Prüfung vorbereitet wird, sondern man lernt Leute kennen, man lernt andere Kolleginnen kennen aus anderen Bereichen. Die soziale Kompetenz wird auch ein bisschen erweitert. So bauen die auch ihr Netzwerk auf. Wir haben zum Beispiel Messen, wo wir unser Berufsbild vorstellen dabei. Das ist einmal die Interbat in Düsseldorf, die alle 2 Jahre stattfindet, Ja, zur ungeraden Jahres. Ja? Interbad. Interbad in Stuttgart. In Stuttgart, ja. Habe ich was Genau. Verkehrtes gesagt? Nein, ne? Na, mach Nein, nein, nein. weiter. Interbad in Stuttgart und dann haben wir die Aquanale in Köln, die zu den geraden Jahreszeiten immer kommt. Das ist dieses Jahr auch wieder der Fall. Wir stellen auf der Aquanale, da werden also viele Fachfirmen ihre Produkte ausstellen. Wir bieten unseren Kollegen an, ihr könnt auf die Messe kommen, ihr bekommt von uns Freikarten, ihr dürft euch bei uns diese Codes abholen, wo ihr dann quasi umsonst in die Messe reinkommt. Das Schöne dabei ist, im regionalen Netzverkehr dürft ihr auch mit dieser Eintrittskarte sogar mit der Bus und der Bahn fahren. Da muss man sich erkundigen, wie weit das geht. Und auf dieser Messe haben wir einen Stand, wo wir unsere Kollegen positioniert haben, die sich für die Fragen unserer Jüngsten bis zu den älteren Kollegen halt eben zur Verfügung stellen. Und dort können wir uns austauschen. Das ist die eine Geschichte. Kann man nur empfehlen, die Messe auf der Aquanale dieses Jahr, die ist vom 24. Ok nee, Moment, vom, doch vom 24. Oktober bis 27. Oktober. Und am 26. Oktober haben wir ein Schwimmbad- und Wellnessforum mit dem BSW. Das ist der Bundesverband für Schwimmbad und Wellness, wo wir mit kooperieren, wo wir dann unser Berufsbild auch nochmal vorstellen. Dort wird auch der Vertreter der Bundesregierung, dieser Herr Borowitsch, nochmal über den Stand der Reformierung berichten. Wäre also auch für unsere Kollegen dort draußen sehr interessant, auf dieser Messe mal vorstellig zu werden, um dort die neuesten Informationen bekommen. Dort erfahrt ihr auch weitere Details über unsere Bundesfachschule für Aus- und Fortbildung. Denn, wie gesagt, wir bilden nicht nur extern Rettungsschwimmer aus, die ihre Prüfungen machen, wenn sie 4,5 Jahre im Bad gearbeitet haben. Wir betreiben auch eine weitere Fortbildung, das heißt Fortbildung zum geprüften Meister für Bäderbetriebe. Diese Fortbildung wird bei uns immer im Oktober begonnen und geht ins Frühjahr rein, über ein halbes Jahr, über 4 Module, wo die einzelnen Prüfungen dann abgelegt werden können. Das ist ein weiterer Punkt. Bei einer Mitgliedschaft oder wenn ihr zu uns kommt, auch für die Auszubildenden. Die Vorbereitungslehrgänge hatte ich schon angesprochen.
Des Weiteren haben wir einmal im Jahr auf Deutsch gesagt unser Familientreffen. Das findet immer an dem ersten Novemberwochenende statt. Wir waren da schon in Göppingen, wir waren in Rostock, wir waren in Berlin, wir waren in Hamburg. Dort finden dann unsere jährlichen deutschen Meisterschaften für Schwimmmeister und Nachwuchskräfte statt. Und dort tauschen wir uns auch regelmäßig aus und können unser Können auch der Öffentlichkeit vorstellen. Dort geht es natürlich auch um Medaillen. Ja, und das ist das, was auch die Jugend auch ein bisschen anspornt, um Siege, um ja, Kompetenzen erlangen, um Leute kennenlernen, also ein regelrechtes Familientreffen. Das bieten wir den Auszubildenden auch an in Nordrhein-Westfalen und in einem anderen Bundesland. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Oder da wird also vermehrt darauf hingearbeitet, dass man Gruppen zusammenstellt und die dort zu den Meisterschaften nicht karrt, sondern hin befördert. Ich weiß also, dass wir das in Nordrhein-Westfalen ganz früher angefangen haben, 1996. Da habe ich das erste Mal zwei Busse organisiert und habe dann mit den Berufsschulen in Nordrhein-Westfalen mit 100 Leuten eine Fahrt nach Lübeck gemacht. Das war der Anfang einer Aktion, die also bis heute noch Bestand hat. Dort versuchen wir dann von unserem Verband aus preisgünstige Unterkünfte zu bekommen. Wir versuchen, Sponsoren zu bekommen, die diese Fahrt unterstützen, sodass unsere Auszubildenden, die wir ja brauchen, ja, also mit leichtem Geld auch dorthin fahren können. Das heißt, das Portemonnaie wird nicht so stark geschmälert, wie es sonst der Fall ist. Und das sind Angebote, die wir dann unseren jungen Leuten machen dabei. Ist eins von vielen dann, ne? Ja, da war ja jetzt eine ganze Palette dabei. Ja, ich meine, ich habe Viele jetzt Fahrten. geredet wie ein Wasserfall. Ich hoffe nicht, dass die Leute jetzt einen Kotelett an der Backe haben. Entschuldigung. Aber es ist einiges, was wir da bieten, ne? Ich sag mal so, wir Jungen, wir wissen damit umzugehen. Wann es gut ist, ausreden zu lassen und wann es gut Ja? ist, reinzustechen. Ja, okay, danke. Gut, ich habe jetzt viel geredet dabei. Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister ist also auch eine Einrichtung, die sich wirklich Gedanken macht, die natürlich auch am Markt zu kämpfen hat. Auch wir müssen uns, wie gesagt, diesen Forderungen stellen. Wir haben auch Fehler gemacht, ja, gebe ich offen zu. Vielleicht war man manchmal ein bisschen borniert und hat dann gesagt, okay, ihr müsst dann nicht. Aber mittlerweile findet da auch bei uns ein Umdenken statt, denn wir merken ja selber, wir können das nicht mehr alles alleine machen. Wir brauchen Nachwuchs. Wir brauchen die Leute. Nochmal, auch den Titel, den ich jetzt habe, ich bin zwar Präsident des Verbandes, aber ich bin ein Schwimmmeister wie du und ich oder der Auszubildende, der demnächst kommen wird, dann dabei. Und Titel sind in meinen Augen normal wie Schall und Rauch. Titel kann man bekommen, aber so einen Titel muss man sich auch erarbeiten dürfen. Ja? Und da muss man ein bisschen was leben, diesen Titel auch. Ja? Und ohne Identifikation und Einsatzbereitschaft kommt da nichts. Also da muss schon ein bisschen Motivation hinterstehen dabei. Und nochmal, wie gesagt, Präsident ist genauso wie du und ich oder wie jeder andere auch dabei. Wir beißen nicht, wir sind angreifbar. Wir haben auch Gefühle. Wenn uns einer sagt, das war nicht gut, dann gehen wir auch mal ins Eckchen und ist dann ein bisschen, aber nachher stehen wir dann wieder auf. Und das ist zum Beispiel auch das, was mir heute so ein bisschen fehlt. Früher haben wir beigebracht bekommen, dass wenn man hinfällt, das ein Lernprozess ist, dann muss man wieder aufstehen. Und solche Geschichten erlebt man sein ganzes Leben lang. Da habe ich also auch schon einige erlebt. Das Gravierendste war vor anderthalb Jahren gewesen. Da war ich in einer Sitzung, da habe ich also Prügel bezogen, naja, vom Allerfeinsten, verbal. Ich hatte mich gefühlt, als wenn ich 10 Zentimeter kleiner wäre. Als ich nachher aus der Sitzung rausging, merkte ich, Mensch, in deinem Körper tut sich wieder was. Da wächst was. Als ich dann zu Hause war, muss ich sagen, hatte ich meine alte Größe wieder gehabt und habe gesagt, Mensch, du hast doch nichts verkehrt gemacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt zwar den Mund aufgerissen, habe polarisiert, habe Spitzen gesetzt, aber aus einem bestimmten Grund. Und der Grund war, dass ich halt aufmerksam machen wollte. Und diese Aufmerksamkeit hatte ich ja bekommen. Die Leute haben reagiert. Ich habe zwar dafür, wie man so schön sagt, Prügel bezogen, Kassiert, aber ihr ja. seht ja, mein breites Kreuz kann ein bisschen was aushalten und dann muss man wieder aufstehen. Und das ist das, was wichtig ist. Man fällt auch im Leben mehrmals auf die Nase. Aber wichtig ist, dass man nicht liegen bleibt, sondern aufsteht und weitermacht. Peter, besser hätte ich es selber nicht sagen können. Und aus eigener Erfahrung, hinfallen tut manchmal weh.
Aber daraus ergeben sich ganz viele Chancen und ganz viel Wachstum. Richtig. Und im Nachhinein ist man manchmal sogar froh, dass man gefallen ist. Ganz genau so können wir das, glaube ich, stehen lassen. Wir können es so stehen lassen. Hast du recht, ja. Damit wir unsere Zeit nicht weiter in die Länge ziehen, obwohl ich das sehr gerne machen würde, mein lieber Peter, es war mir eine Riesenehre, dass du heute Teil des Betriebstagebuchs warst und bist. Wir beide werden weiter in Kontakt bleiben und weiterschauen, dass wir zusammen stark werden. Für alle Zuschauer da draußen, wenn ihr noch Fragen habt an den Peter oder wenn ihr zum Beispiel den Peter live erleben wollt oder vielleicht jetzt interessiert seid am Bund Deutscher Schwimmmeister, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich unterstütze euch ebenso oder ihr geht direkt an euren zuständigen Landesverband. Schaut doch einfach mal bei der Webseite des Bund Deutscher Schwimmmeister vorbei. Da findet ihr alle Informationen. Und dann kann man nicht nur schimpfen, sondern man kann beim Schimpfen auch noch was tun, um es besser zu machen. Und ich denke, Richtig. das ist das Schlusswort für uns beide. Vielen Dank, mein lieber Peter. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Auch dir bis demnächst in diesem Theater. Wir sehen uns wieder. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir sind von euch da. Meldet euch. Just my kind of